It's all about humanity. Und wenn man sich denkt, der Simply, der hat keinen Bock mehr auf Mädchen 2, tja, das heißt nicht gleich, dass ich keine Clips aufnehme. Ich habe einiges trotzdem für euch gemacht und habe einige Clips gesammelt und ich habe jetzt absolut Bock hochzuladen. Als erstes haben wir einen Ascheregen Plus 9 projiziert auf einen wunderschönen Töp, den wir uns gekauft haben. Leider Gottes habe ich keinen Clip von dem Töp. Aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat er 55 Def und 1,5 KTP und die 6.7. Also werdet auf jeden Fall noch alles sehen. Dann haben wir unsere Königklinge plus 9 auf eine Crab Rack projiziert. Ich meine, das kann man ja mal machen, würde ich sagen. Mal eben ganz kurz, ja, knapp 600 Won verbrannt. Fand ich lustig und kann man immer wieder machen. Dann haben wir uns ein paar Segnungen geholt, um unseren Eisenhelm, ja, AW endlich reinzukriegen, da wir ja Niedrigrang in unserem Band jetzt drin haben. Und das kann ich natürlich nicht lassen, so wie es jetzt ist. Ja, 8er W, das kann man natürlich wieder in die Tonne werfen, würde ich sagen. 2 Blut ist jetzt auch ganz okay für PvP, aber naja, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und ja, ich habe mir gedacht, wir brauchen mal langsam ein paar Zangen Plus auf dem Account, um einfach mal unseren Alchi-Ring auszubauen und einzubauen. Deshalb, ja, unser Mentor bekommt ja jetzt nach und nach extra Alchi, vielleicht auch schon in dem Video, man weiß es nicht, ihr werdet auf jeden Fall alles noch nach und nach jetzt hier sehen. Ja, die ersten Truhen, die waren jetzt nicht so toll, Titandioxid mal hier, Bändchen da, ein Manu-Siegel hier, ein Switcher Plus da, also es kommen da halt schon ziemlich nice Sachen nebenbei raus und wenn dann die Zange kommt, dann ist man halt relativ schnell auf einem guten Wert, würde ich sagen, und da haben wir auch schon die Zange gekriegt, da war ich natürlich auch ziemlich happy. Die anderen Truhen haben wir selbstverständlich auch noch aufgemacht, um vielleicht noch die ein oder andere zu kriegen. Aber es kam leider keine mehr raus. Aber wir hatten ja jetzt eine. Ist nicht so schlimm. Die mythischen Cores haben wir auch nochmal geöffnet. Aber da war jetzt auch nicht wo wundervoll tolles Zeug drin. Naja, egal. Ist auf jeden Fall wurscht. Wir haben uns noch ein paar geholt, weil der Alchi-Ring ist ja ein bisschen größer. Und ja, erste Truhe. Zange Plus fand ich natürlich wieder sehr nice. Da haben wir schon den zweiten Steinchen so damit ausgebaut. Ein paar Bändchen, die hatten wir im Nachhinein auch noch. Noch ein Band. Persönlicher Premium, die sind glaube ich auch nur einen Tag. Finde ich ein bisschen ehrlich. Ich frage mich, warum man da einen Tag Premium-Laden reinmacht. Kann man ruhig 7 Tage, finde ich, reinmachen. Dann wäre das auch akzeptabel. Genau das gleiche beim Okay-Event. Also das wäre ein toller Vorschlag eigentlich gewesen. Naja, dann bauen wir jetzt mal die Steinchen aus, die wir hier noch drin haben. Die Crabsteine. Die guten haben wir schon ausgebaut mit der Zange Plus. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das war mir jetzt nicht besonders wichtig. Die Crabsteine haben uns gedacht, komm, scheiß drauf, ziehen wir die Dinge einfach so raus. Das lohnt sich nicht mit Zange Plus. Und hat leider Gottes kein einziger davon geklappt. Ja, dann haben wir uns 2 Bändchen geholt, beziehungsweise wir hatten ein 20% Band noch und da haben wir versucht, das Ding auf 25% zu ziehen. Es hat geklappt und ja, leider Gottes war es nicht so wundervoll, es ist nicht auf 25% gesprungen. Dann haben wir uns ein Weißgott-Armband gekauft, das kennen wir sogar noch, also das hatten wir sogar schon mal. Und damit haben wir so circa 30 Won Plus gemacht. Dann haben wir 6 siebte Sachen abgegeben, also für unseren Mento. Und ja, wie ihr seht, bei 70% Chance, ich bin da noch nie so wirklich der Glückspilz gewesen. Auch wenn der Titel jetzt heißt Mega Glück. Ja, ich war trotzdem noch nie wirklich der Glückspilz bei 6.7. hinzufügen. Aber naja, immerhin klappt das jetzt nach und nach. Und da habt ihr auch zum ersten Mal den Töp gesehen. Ein Brilliardeversuch, ja, Crap geworden, nur TP. Ist okay, Hauptsache hat erstmal geklappt, war ich glücklich mit. Natürlich ein Echse hinterher schmeißen, hat geklappt. Und Doppel-TP, TP-Rigi. Und das ist Glücksmoment Nummer 1 in dem Video. Und der kommt selbstverständlich in unserem Mentor rein. Dann haben wir noch einen Exe-Saft 4 probiert. Der hat auch geklappt, wunderbar. Und leider Gottes nur starke Krieger. Und das reicht mir nicht. Das reicht mir absolut nicht. Also ich will schon 3 Bonis drin haben im Saphir. Und deshalb haben wir uns gedacht, komm, kaufen wir uns nochmal 2. Sind zwar extrem teuer, aber ich bin so auf Geldverschwendung aus. Und ja, Abwehr gegen Ninja leider Gottes nur drin. Die 2 Crab-Steine haben wir uns gedacht, scheiß drauf, ziehen wir mit einer normalen Zange raus. Einmal den Onyx haben wir rausgezogen. Wissen wir noch nicht, ob der geklappt hat oder noch nicht. Und den Jade, der war auch noch nicht so toll. Auf jeden Fall, der Jade hat fehlgeschlagen, der Onyx hat fehlgeschlagen, aber das war ja auch irgendwie zu erwarten. Dann haben wir hier unsere Alchi-Steine rübergenommen. Den Onyx, den hatten wir ja in unseren Main drin. Den bauen wir jetzt in unserem Mento ein. Bin ich mit zufrieden, abblocken und Widerstand Crit. Natürlich Widerstand DB wäre auch richtig schön gewesen, aber das Ding ist mir eigentlich absolut zu teuer. Und jetzt haben wir 2 neue Exosteine. Ich bin ziemlich glücklich mit gerade einem Doppel-TP. Ja, der ist besonders wichtig gewesen. Und abblocken im Onyx, das kann ich auch noch ganz gut gebrauchen. Dann haben wir uns gedacht, komm, scheiß drauf, ein paar Flammen kaufen, ein bisschen Won verbrennen. Wir switchen einen Saphir.
Switch-Versuch Numero Uno. Ja, was hat denn das Steinchen so? Und stark gegen Charmy, das können wir ja absolut gar nicht gebrauchen. Ist natürlich RIP, würde ich sagen, waren dann 120 Won, die wir knapp in die Tonne wieder geworfen haben, aber ist nicht so schlimm. Man weiß ja nicht, was noch auf uns hier zukommt in dem Video. Dann hinzugefügt hat, ja, geklappt. Da tauchen wir natürlich direkt wieder rein. Ich frage mich, warum ich das überhaupt aufgenommen habe. Ist auf jeden Fall legal jetzt, komm, hier, scheiß drauf. Dann holen wir das Ding wieder raus, Ebis plus 9, die haben geklappt. Ja, Kraft des Feuers, ein paar Sekunden im Kampf, ist wurscht. Natürlich müsste man das irgendwie noch drehen oder so. Und der Töp hat dann auch mal, ja, ersten Boni gekriegt. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich glaube, ja. Und nee, jetzt hat er den zweiten Boni hier auch noch gekriegt. Und der hat jetzt zwei Crabs. Die müssen wir natürlich drehen, damit wir da irgendwie Magiewiderstand reinkriegen. Das war uns besonders wichtig. Da haben wir schon das erste Mal gekriegt gehabt. Aber das ist natürlich nicht ausreichend. Wir brauchen schon 15%. Dann haben wir Blut gekriegt. Giftwiderstand und sowas. Und dann haben wir es Gott sei Dank gekriegt. Plus 15% des Gesamtwerts Magiewiderstand. Das war mir besonders wichtig in dem Top. Da ich eh nicht so viel Magie-Def habe. Dann hat es wieder fehlgeschlagen. Die Ebis haben dann geklappt. Ich habe dann zwei Bonis drin gehabt. Und ja, zwei Crabs, leider Gottes. Wäre auch zu schön gewesen, dass da AW direkt reingeht. Haben wir uns ein paar Segnungen geholt. Beziehungsweise, ja, ein paar. Und ja, vierte hinzugefügte Boni haben wir erstmal gelassen, haben wir ein Zweihand mehr. Dann ein Exe-Dia-Versuch. Hat natürlich geklappt bei meinem Glück. Und was hat er? Nur FKs. Naja, kann man immerhin ein bisschen besser verkaufen als ein Crab. Die Dia ist, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Das Form ist halt mal wieder nicht gegönnt. Und ja, dann haben wir uns den Ebenholz einmal ziemlich günstig gekauft, damit wir mal locker 15 Won gewinnen. Ja, Zodiac-Schwert plus 7 hatten wir noch im Shop rumliegen. Haben wir versucht auf plus 8 zu haben, erster Versuch fehlgeschlagen, zweiter Versuch fehlgeschlagen, dann eben die Schmiede muss es halt sein und die gönnt bestimmt, aber nein, sie gönnt nicht, schade drum. Dann einen Exe, Dia Try, wir brauchen ja noch einen Doppel-FKS für unseren Mento und naja, ich habe euch ja wahrscheinlich nicht zu viel versprochen, hier ist ein Doppel-FKS, Dia für unseren Mento, ich habe mich sehr, sehr, ja, gefreut, den hauen wir natürlich direkt dann gleich rein hier. Eine Zange Plus haben wir ja noch gehabt von den ganzen Truhen. Und ja, dann haben wir das Ding mal da raus. Den kriegen wir nämlich für ein bisschen mehr verkauft. Also so crap ist der jetzt auch nicht. Da hat sich die Zange Plus schon ein bisschen mehr gelohnt. Und ja, somit haben wir dann auch ein Doppel-FKS-Exe-Dia bei unserem Mento drinne. Sehr nice. Da fehlen uns jetzt nur noch zwei Steinchen. Und diese zwei Steinchen werden wir selbstverständlich mit einer Zange Plus rausholen. Ist ja wohl irgendwie klar und dafür brauchen wir halt noch wieder ein paar Seatrüchen. Und da ist schon die erste, das ist schon mal sehr nice, hat mich richtig gefreut. Ja, damit war das erste Problemchen schon wieder gelöst. Dann haben wir wieder ganz viele antike Steine daraus gekriegt, das hat mich auch sehr gefreut. Antiker Rubin, selbst aus den anderen. Sehr nice, hat mich gefreut und ja, wir brauchen halt noch ein Granat, darum haben wir uns auch relativ fix gekümmert, da müssen ja keine Bonis drin sein, da reicht ein Crab-Granat und das hat auch relativ gut funktioniert und somit haben wir dann auch einen Exe-Granat bei unserem Mento drinne. Jetzt heißt nur noch der Saphir muss dran glauben, mal schauen wie lange das noch dauert und dann drehen wir mal einen Saphir direkt im Anschluss, vielleicht ist es der schon und es ist der Saphir auch. Abwehr-Ninja, Abwehrkrieger, stark gegen Sura, ich bin absolut zufrieden. Mir war sehr, sehr wichtig, dass ich wenigstens einmal stark gegen drin habe, egal gegen welche Rasse, außer gegen Lucana. Und es ist genau der Stein eigentlich fast, wie ich ihn wollte. Und ja, dann haben wir uns wieder gedacht, wir brauchen wieder ein paar Seatrüchen für die Zange Plus, um unseren Saphir wieder auszubauen. Haben eine Pet-Bücherkiste gekriegt und öffnen wir so. Und was kriegen wir? Ja, ein Monsterjäger. Ganz easy. So geht das, Leute. Alles klar, machen wir weiter. Noch ein paar Seatruhen, aber man muss sagen, die Seatruhen sind nicht so teuer. Also sie haben 2 bis 2,5 Won pro gekostet. Das ist akzeptabel dafür, für das, was rauskommt, finde ich. Also ich bin an sich mit dem Loot darin ziemlich zufrieden. Also ich kann mich da auf jeden Fall nicht beklagen. Verzaubernd Plus, Herrscherband Edel wieder, Titandioxid. Das sind dann auch mal wieder hier ein Won, da ein Won. Also es geht deutlich, deutlich schlechter. Dann haben wir uns gedacht, komm, letzte Runde, wenn es jetzt nicht klappt, dann bauen wir das Ding so aus. Haben wir uns nochmal so ein paar geholt. Mondsteine kommen auch raus, Segnung kommen auch raus, können wir direkt dann wieder auf unseren Helm ziehen oder so. Und ja, aus den Seertruhen kam schon mal keine Zange Plus und dann haben wir uns noch 5 von den anderen Truhen gekauft, von den Ranglistentruhen. Und 5 Schmuckschatullen haben wir gekriegt, finde ich auch ziemlich nice. Ein Ritualstein war auch echt verdammt gut. Und ja, war leider Gottes dann doch nicht die Welt. Dann haben wir so eine normale Zange geschnappt. Und ja, der Saphir hat leider Gottes wehgestanden. Das war dann schon ein bisschen Minus auf die Dauer. Knapp 400 Won mit den Seertruhen und so weiter. Und den Saphir dann weg.
Aber damit kann man dann schon leben bei dem Glück, was wir bis jetzt hatten mit den Dia und so weiter. Und somit ist der X-Ring auch voll. Der nächste Meilenstein ist so gesehen erreicht. Ich bin ziemlich glücklich damit. Und die Segnung haben wir dann noch auf unseren Eisenhelm gehauen. Und die magischen Steine auf eine Zodiac-Glocke plus 8, die wir noch im Shop liegen hatten. Ja, weil, wie gesagt, die waren eh nicht handelbar, der ganze Stuff. Und ich brauche das eh für nichts mehr. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, haben wir irgendwo mal drauf. Und ja, bis jetzt sieht das Ganze nicht so berauschend aus. Es klappt nicht wirklich oft, also beziehungsweise es klappt gar nicht bis jetzt. Hätte natürlich besser ausgehen können. Und dann noch der Ritualstein. Vielleicht klappt ja der wenigstens. Na, schade drum. Egal, man hätte ja klappen können. Aber haben wir, komm, noch ein paar Segnungen haben wir drauf. Erste Segnung, wieder Crap und dann Gott sei Dank 15 AW. Das lassen wir fürs Erste und schauen wir, was wir auf jeden Fall machen müssen. Dann ein geiler Clip wieder. Eine Zodiac-Glocke plus 8. Ich dachte mir so, komm, scheiß drauf. Extra-Ring fertig. Wonnen ist genug am Start. Haben wir die Glocke mal wieder schön auf den Gildenschmied. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als sowas zu machen. Ja, ihr kennt mich ja. Irgendwann muss es halt einfach mal, ja, klappen und vielleicht ist es dieses Mal soweit. Man weiß es nicht. Es ist soweit. Wir haben eine so der Glocke auf plus 9 gehabt beim Gildenschmied. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Sehr nice. Es hat mich tierisch gefreut, dass sowas mal klappt. Und ja, zwei Drachensteine plus 8 hatten wir noch rumliegen. Der erste hat leider Gottes fehlgeschlagen. Und der zweite wiederum. Auf okay und nein, jetzt komm schon, hau immer, dass ich immer so lange warten muss. Aber der hat geklappt, Gott sei Dank. Plus 9 der Drachenstallhelm. Und ja, als allerletztes haben wir uns so gedacht, zwei Loopies auf dem Markt, gönnen wir uns die für 75 Won pro. Machen wir nur mal ein Brilli kurz zum Abschluss und ja, hat natürlich geklappt. Und was ist er? Perfekt. Wunderbar, ein schöner Abschluss für das Video, würde ich sagen. Und ja, Freunde, ich hoffe... Ja, noch nicht ganz Zodiac. Die habe ich ja ganz vergessen. Die Zodiac-Rüstung auf plus 9 beim Gildenschmied, die habe ich komplett verpeilt. Gucken, ob die wenigstens nochmal gönnt. Wieder ein bisschen hier hinauszögern, den ganzen Mist. Komm schon, jetzt aber, die klappt. Die klappt noch. Ich fühle das, die klappt. Und jetzt aber, komm schon. Ah, schade drum. Naja, wir waren irgendwie zu erwarten, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Haben wir nochmal 50 Won verbrannt und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, ich habe mich mit etwas Größerem, sage ich jetzt einfach mal, zurückgemeldet. Das Video ist nicht so lang, aber es war ordentlicher Content am Start, würde ich sagen. Und naja, wie gesagt, also ich bitte euch, seid momentan ja nicht so aktiv am Cashen und so weiter. Unterstützt das Ganze nicht. Ihr wisst die ganze Problematik, was bei der Gameforge abgeht. Ich bin schon dabei, das Ganze nicht zu unterstützen und ich möchte euch weiter auffordern, das Ganze nicht zu unterstützen, weil das hat es meiner Meinung nach einfach nicht verdient. Ich bleibe natürlich irgendwie am Ball und versuche das ein oder andere Metin 2 Video natürlich für euch hochzuladen, wenn ich was habe. Und dennoch werde ich euch immer darauf aufmerksam machen, dass ihr so etwas einfach nicht unterstützen sollt und ja, einfach kein Geld investieren sollt, denn das Geld ist einfach wasted und lasst es einfach bleiben oder hört auf oder sonstiges, also... Wenn ihr natürlich mit den Cypher Just for Fun spielt, tut das lieb gerne, kann jeder für sich machen, aber wie gesagt, wenn ihr investieren wollt, meine Meinung, lasst es bleiben und ja, das ist das Abschiedswort in diesem Video von mir und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Also haut rein, bis zum nächsten Video, euer Simply, ciao Freunde.